das wird eine sehr besondere Folge, denn diese Folge, die ist für unsere Mitarbeiter. Und wir haben unsere Mitarbeiter sehr, 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 sehr doll lieb. Und das wollen wir ihnen damit zeigen. Guckt es euch an! Wir droppen gleich die Bombe. Go! Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Video der Speed Engineering GmbH. Das wird eine sehr besondere Folge, denn diese Folge, die ist für unsere Mitarbeiter. Wir haben uns was Besonderes überlegt. Wie ihr seht, ist das grundsätzlich schon mal eine neue Kulisse hier, denn das ist erst einmal unser neues Office. Wir sind alle nach Castrop-Rauxel gezogen. Wir hatten ja zwei Standorte, Bielefeld und Castrop. Bielefeld wurde aufgelöst, das ist jetzt einmal der Schnelldurchlauf. Und alle sind jetzt in Castrop. Alle sind in Castrop bedeutet, dass sogar Leute umgezogen sind oder dabei sind, umzuziehen, inklusive mir. Und abgesehen davon ist es einfach mittlerweile ein wirklich starkes Team. Ein Team, mit dem wir sehr gerne zusammenarbeiten. Und wir haben unsere Mitarbeiter sehr, 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 sehr doll lieb. Und das wollen wir Ihnen damit zeigen. Und das wird eine kleine Videoserie, bei der du uns begleiten kannst, wenn du möchtest. Denn ich denke, sie wird höchst amüsant. Und wir haben eine Überraschung vorbereitet. Und du wirst die Überraschung erst zusammen mit unseren Mitarbeitern erleben. Denn die einzigen, die davon wissen, sind Mareike und Flo und Dennis, also Danger, der jetzt gerade nicht da ist, der hat nämlich einen anderen Termin heute. Und ich würde sagen, Flo, du trommelst jetzt mal alle zusammen, fährst sie in die Werkstatt, siehst zu, dass keiner rausgeht oder rausguckt und dann komme ich mit der Überraschung um die Ecke und dann werde ich allen zusammen erklären, was wir damit vorhaben. Okay, let's go. Abfahrt. Gutes Timing. Gerade im Intro gesagt, dass du wirklich da bist. Wir droppen gleich die Bombe. Ja, geil. Ja, sehr gut. Also nur Flo und Mareike wissen Bescheid. Ja? Die anderen färchen wir jetzt alle zusammen, ja. Alle in die Werkstatt. Dann kommen wir auch gleich direkt mit. Tobi, wollt ihr gleich dazukommen? Gut. Ja, sind wir alle da, ja, super. Machen wir zu hier. Du musst da noch reinkommen. Moment, Moment. Moment. Ja, rein. Hm? Nee. An die Zuschauer da draußen, bitte nicht wundern, wir sind noch mitten im Umzug. Ne? Also hier ist viel, viel los. Aber ich check jetzt einmal kurz, ob alle da sind. Sind alle da? Ja, alle da. Demotor, anrufbar. Wollen wir vielleicht mal kurz, jetzt mal ehrlich, wollen wir gleich mal kurz alle einmal ganz kurz vorstellen, dass sie mal ein Gesicht dazu haben, weil die werden ja alle in Zukunft öfter gesehen. Ja, wir machen das einmal. Ganz kurze Vorstellungsrunde. Das ist Chris. Ja, du musst sagen. Chris ist dafür zuständig, wenn du ein Paket zu spät bekommst. Nein, Spaß. Chris kümmert sich um die komplette Logistik und ich sehe extra fürs Video bei meinem Friseur. Ganz genau. Chris, du bist wunderschön. Dankeschön. Okay, weiter geht's. Flo, kennt ihr? Flo ist unser Supermoto-Fahrer und Mädchen für alles. Und der Waschbär für alles. André kennt ihr auch. Konstruktion. Tjo. Freust du dich auf die Überraschung gleich? Will ich nicht. Okay. Timo kennt ihr auch. Konstruktion. Flo's Arsch kennt ihr auch. Hey. Werkstatt. Also, ja. Er sorgt dafür, dass die Autos hier alle laufen und baut eure Teile ein. Danger brauche ich nicht vorstellen, fährt alles kaputt. Richtig. Mareike kennt ihr auch, kümmert sich um so ziemlich alles und ist die Schönste im Team. Und Tobi ist gerade drüben, aber den kennt ihr auch. Der fährt die Autos auf der Rennstrecke kaputt. Okay, geht gleich los, seid ihr bereit? Ja, wir machen. Bis gleich. Scheiße. Hast du von der Tür genommen? Wir haben euch ein Auto gekauft. Das ist euer Projektauto. Yeah, that's right. Yeah, I'm limitless. I ain't got no
anzünden. Wie findest du es? Schick. Sehr sportlich. Das ist ja nur so dynamisch. Hat er eine agile, Alter. Guckt es euch an. Ihr dürft rückgehen. Oh Junge, sogar 4-8 mach bereit, geil. Igelringe drauf. Also, das ist rein euer Auto. Warte, ich mach mal kurz aus. Laut, nicht zu laut. Ist ein bisschen zu laut, Herr Verwacht, Verzeihung. Also das ist euer Auto und das wird euer Projektauto. Wie ihr wisst, haben wir jetzt eine Rennstrecke, die wir öfter nutzen dürfen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dieses Fahrzeug relativ schnell und legal zu bewegen. Wir haben auch die Möglichkeit, dieses Fahrzeug zu modifizieren. Und ihr bekommt jeden Monat, also ihr müsst das Auto im Serienzustand fahren und bekommt jeden Monat ein kleines Budget. Und ihr bekommt auch 1, 2 oder 3 Konstruktionsstunden. Das heißt, ihr könnt euch hier völlig ausleben. Ihr könnt das Auto komplett umbauen. Und Ziel ist es, von Termin zu Termin auf der gleichen Strecke immer schneller zu werden. Ob Sidepipes, ob Breitbau, ob Makrolon oder ihr flext einen Cabrio draus, das ist alles egal. Ihr habt komplett alle Freiheiten und Ziel ist, dass das Ding immer schneller und schneller und schneller wird. Überschlagssimulator, ey. 1,8T reinschneiden oder was? Komm, setz dich mal rein. Du musst das fühlen. Das ist. Boah, ich will hinten sitzen. Was geht denn da nicht rein? Aua, aua, aua. Ich setze mir einfach mal hier auf die Räder drauf. Einmal durchrutschen. Ja, jetzt. Ja, ihr werdet lachen, ne, aber wir haben 84 PS. Ich glaube 4 Zylinder. Ihr müsst alle rein. Warum ist hier da keine Öl drin? Ja, das ist so. Das ist gut so. Alle rein jetzt, oder was? Ja. Besser fahren wir eine Runde. Komm, komm rein. Bist du noch rein, oder? Ja, komm rein da. Schmeiß doch auf meinen Strom. Gut, dass ich Gelenke bin. Oh ja, Spitze. Direkt aufs Dach legen? Ja, mach mal eine Proberunde um den Hof. Oh Gott. Aber fürs Feeling, ne? Das ist hier für ein Uhrwerk eigentlich. Oh, der ist ganz schwer. Ja, ja, nee, das geht noch. Der Gang ist nicht drin. Hat okay. Oh mein Gott. Oh, ein Dick. Ich würde sagen, Chris wird der Fahrer. Ja. Das sieht so scheiße aus. Boah, die Bremsen. Die kippen gleich um. Ein Potenzial, oder? Ja. Zum Umkippen, ey. Boah, das war knapp. Boah, wie geht da Kupplung noch? Nee, das ist der Angst für so einen Flo, glaube ich. Ich auf dem Hof schon kaputt gefahren. Ja, das ist schon mal langsam. Ja, aber schon mal 10 Sekunden. Ich muss angetragen worden. Die Tür geht nicht auf. Ja, es wurde so Schloss schon ausgebaut. Optisch ja nicht so der Renner, ne? Das kriegen wir schon hin. Hey, optisch mega, ich weiß gar nicht, was ja. Das ist voll cool. So, Nachgaseinspitzung. Ja, was meint ihr? Was wäre der erste Step? Ja, eine Runde fahren mit allen drinnen. Dann können wir also eine Runde mit allen drinnen und einmal Serienzustand. Ne? Serienzustand allein, dann haben wir den Ist-Zustand. Was würdet ihr als erstes umbauen? Also leer machen ist das günstigste erstmal, okay. Das Budget legen wir noch fest, ich denke im ersten Step an so 200 Euro. Was kostet du mit der Bremsenreiniger? Ihr müsst das Budget auch nicht jeden Monat immer ausgeben, wir können auch erstmal ansammeln. Also sehr gut. Erstmal 2 Euro TA-Fahrwerk da rein, oder was? Wahrscheinlich erstmal die Bremsen machen, oder? Das hat sich gerade so ein bisschen nicht so gut gebremst. Hä, die sind gut? Ja, ja. Verliert. Ah, die sind gut. Ich will das Ding leer flexen und ein paar Stangen reinschweißen. Steif machen? Also ich nur meine Meinung, aber ich würde vorschlagen, die Achse ein bisschen breiter zu machen, weil ich habe echt Schiss, dass ihr damit umkippt. Ja, deswegen Stange lange dauern. Ja, aber je steifer das ist, umso schneller geht das Ding. Ach so. Ja, müssen wir uns noch überlegen, ob es dafür Semislicks gibt. So.
Kleine. André baut einen Käfig. Vom Käfig. So Kart. Dann kannst du nach Go-Kart. Ein Go-Kart-Räder drauf. Die AR1 gibt es in 13 Zoll, meine ich. Ja, cool. Was ist denn das? Ein Scheißzelle. Ein Scheißzelle. Ey, wenn ihr doch ein paar Rohre findet hier von der Baustelle. Hier, guck mal, da macht man das Regenwasserrohr da. Abgasanlage. Krass, ey. Ja, das wird gut. Wir müssen den Wagen auf jeden Fall auch wiegen, dass wir einen Ist-Zustand haben, bevor ihr anfangt daran zu arbeiten. Und dann geht das los. Es gibt auch im Baumarkt günstige Plexiglasscheiben. Die kann man sich ja wirklich jetzt. Kann man sich zuschneiden. 2 mm. Rein da. Oder ihr macht einen Pickup draus. Ja, gut, vielleicht müssen wir doch einen Laser bestellen. Ne? Da abschneiden. Geht's ja, doch ist so. Hä? Auf unseren Anhänger? Nein, der fällt dazwischen durch. Scheiße, wir müssen Anhänger kaufen dafür. Hat der geschlossene Anhänger. Ja. Ich glaube, das Ding kriegst du auf einen 750 Kilogramm Anhänger. Mhm. Ja, was hat denn der an Leistung eigentlich? Ja. Wie viel Leistung hat der? 84 PS. Boah. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Zylinder das ist. Ja, ja. Also das Kriterium, nachdem wir gesucht haben, war mindestens 80 PS. Die Haube kam jetzt nicht hoch gerade. Ansaugung sehe ich schon, kann man optimieren. Ja, doch, in der Motor. Hast du noch ein Pilz von der Moppe? Oh, hallo. Was ist hier denn? Wo ist er denn? Ah, hier ist er. Da hinten. Da. Ach so. Da haben wir schon mal 10 Gramm gespart, wenn wir rausschmeißen. Guck mal, 16 Ventile, da willst du mehr. Ja, 1,3 Liter. 18. Hier steht 16 Valve. Guck mal, da schreibt einfach mal rein. Warum habt ihr den denn geklaut? Da wurde der wirklich noch Service eingemacht. Ja, ja, komplette Service. Er sagt, die Domlager sind nicht mehr ganz okay. Ich habe gesagt, das kriegen wir hin. Ja, aber hier, guck mal, hier sehe ich aber auch sturztechnisch, guck mal, nach da und nach da kannst du richtig reinflexen und reinkippen. Das Rad. Das ist dein Part. Einmal rein. 4 Grad sehe ich hier. Kürzere Federn auch. Ihr könnt ja den Motor aus dem Audi da reinknallen. Hinten rein. Ja, den soll fahren, Junge. Aber gibt's denn Grenzen oder ist theoretisch egal? Es gibt keine Grenze. Okay. Also absolut gar keine Grenze. Also euer Budget ist das Limit. Genau. Je nachdem, was ihr an Budget habt. Wir machen eine Klingelkasse, oder? Alle zusammen, ein bisschen Kohle rein. Zu jedem nach das. Zu Jay-Z rein, gib ihm. Das Budget ist das Limit. Ja. Das der Rest ist eure Fantasie. Der Überschlag. Das ist der Limit. Das ist wirklich das Limit hier. Ja. Ja, geil. Hm. Ja, da geht was. Irgendwann vielleicht Umbau auf Heckantrieb. Wer weiß. Das Budget ist halt auch von euren Steps abhängig. Ne? Also wenn ihr von Monat zu Monat wirklich schneller werdet, dann erhöhen wir aber auch das Budget, weil dann sehen wir, dann funktioniert das, was ihr da macht. Mhm. Wenn ihr langsamer werdet, dann streifen wir vielleicht einen Monat das Budget. Ja, langsamer werden geht nicht. Ja, nehmen wir Step by Step immer weniger, immer mehr raus. Nicht direkt alles, das ist Quatsch. Ja. Hier, ne? Ja, das Wichtige ist, aber da könnt ihr uns auch in den Kommentaren vielleicht helfen. Wir haben noch keinen Namen. Das Baby braucht einen Namen. Rocket, ganz cool. Rocket. Nee, der ist zu gut. Genau, das ist ein Suzuki Wagon R Plus. Wagon R Plus. Komm, ich zeig's dir hinten. Steht das R für Race? Ja. Suzuki Wagon R. Ey, lass uns direkt das Wagon abmachen, nur das R Plus da stehen lassen. Ja. Und dann geh davor. G-Wagon. Von der Höhe passt das ja. Absolut, wir sind alle schon vorbereitet für den Track. Ja. Die Abgasanlage sehe ich eher bei der Motorhaube rauskommen, aber ich will euch nicht beeinflussen. Weil ich meine, spart man auch ein bisschen Gewicht, ne? Wenn das Rohr dann da oben rauskommt. Schon laut, das Ding, ne? Das weiß ich nicht. Das ist eine halbe Stunde her. Ich weiß nicht, müssen wir bei der Strecke auf Lautcheck aufpassen? Jo. Ich glaube schon. Wenn wir alleine fahren, nicht so wirklich. Okay. Also über 98 dB sollten wir nicht kommen. Das heißt, wenn ihr da jetzt völlig ausflippt, dann müssen wir vielleicht einen kleinen Restriktor bauen. Oder einen Motorraddämpfer da. Genau. Schalldämpfer. Motorraddämpfer, vielleicht einen dB-Killer. Zu Hause. Und ja. Meine Eltern ja, also 98 von einer 2. 98 dB haben wir. Und es ist halt, es ist ein technischer Kurs, ne? Es ist wirklich sehr technisch. Es geht diese Tür hier nicht auf, ey. Ich wollte mal hinten reingucken. Ja. Oh, ihr habt sogar Lautsprecher hier oben im Dach. Oh. Ein bisschen raus. Das Ding da jetzt hier auf, ey. Ja, so.
Wir haben in... Ja, sehr gut. Wir können uns entscheiden, ob wir nächste oder übernächste Woche schon den ersten Termin haben für die Initialfahrt. Das heißt, vorher müssen wir das Ganze wiegen und dann kann es auf die Strecke gehen. Winterreifen sogar. Ja. Und wir geben euch Zeitslots von 2 Stunden auf der Strecke. Wir mieten die Strecke immer für 2 Stunden. Das heißt, innerhalb dieser Zeit müsst ihr abladen, Hotlaps fahren und aufladen. So. Das wird spannend. Geil. Viel Spaß. Ich würde sagen, viel Spaß damit und lasst das nochmal wirken. Die Schlüssel gehören euch. Wo sind sie? Ah, du hast sie. Schlüssel gehören euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf der Strecke. Ja, vielen Dank. Ja, gerne, ne? Ja, dann müsst ihr für euch. Ja, hier, Timo. Timo ist zuverlässig. So, dann wieder ran in die Arbeit. Geiles Teil von da hinten. Wir machen das Dach ein bisschen flacher. Erstmal das Ding direkt undicht machen, ne? Boah, das wäre wirklich geil, ne? Dass wenn du dich überschlägst, das richtig wehtut. Also das wäre wirklich geil, wenn man das hinkriegt, dass man das Dach, dass man die A-Säule abflacht. Das wäre cool. Nur noch Flo fahren. Ah doch, schon den Sitz runter. Sitz runter. Sitz runter. Bierkiste rein. Und wir können ja auch mal gucken, dass wir, also wenn wir irgendwelche Prototypenteile über haben, einen alten Flügel oder irgendwie sowas, dann kriegt ihr den auch einfach mal on top. Irgendwelche Prototypensachen oder irgendein alter, vermackelter Diffusor, der nicht mehr passt oder sowas. Könnt ihr euch dann zurechtschneiden. Ja. Kotflügel auch so, können wir auch warm machen und andrücken. André hat richtig Bock, ey. Ey, rühr da nicht im Getriebe. Ja, weil das Wichtige ist aber, das Auto muss immer fahrbereit bleiben. Also ihr dürft nichts irgendwie so schrauben, dass das Auto kaputt ist. Ihr müsst es dann wieder hinkriegen, dass es wieder fährt. Renneinsatz ist Renneinsatz, ne? Da gibt's keinen Spaß. Ich guck gerade, wie der Shifter so funktioniert. Ja, ja. Ihr könnt euch einen Short-Shifter bauen. Andere Umlenkung. Wenigstens, aber gut, aber ein CE-Shifter, bin ich ehrlich mit dir, kostet mehr als das Auto. Ihr Satz Bremsscheibe noch dabei? Ja, ist da. Ach, guck. Wir haben auch Domlager da noch neue. Das hier? Das sind Domlager. Domschlager? Ja, das ist klar. Ja, das ist Carbonrohr. Jo. Und den Ton ausgießen. Ja. Ist das noch ein Turm, Handschuhfach oder so? Wir haben noch den Turbolader vom Cup 1er. Ich auch. Auspuff, guck jetzt einmal auf. Ansaugen durch den Scheinwerfer. Ja, perfekt. Boah, das heißt ja. Guck mal hier hoch, den Ruhrraum, den gehen wir mal durch. Ramm her. Ja, ramm her hier, ne? Aufschneiden und gib ihm. Halt den Scheinwerfer. Den Scheinwerfer, stimmt. Nein, da hat der Turbo. Ist schon sportlich abgestimmt, ne? Der ist nicht so weich, wie ich vermutet habe. Ja, der wankt viel mehr eigentlich. Wenn ihr alle drin sitzt, dann liegt er auch. Ja, ne? Flo, wie viel ist denn da im Tank drin? Halber Tank. Halber Tank? Ja. Octane Booster. Ja, Tank geht auf uns, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Nee, es ging ums Gewicht. So, wir lassen die jetzt erstmal warm werden mit dem Wagon. Ich glaube, das wird eine sehr interessante Videoserie, denn wir werden deren Ideen und Umsetzung werden wir filmen. Und vielleicht gebe ich auch André einfach diese DJI-Vlog-Kamera mit, dass ich selber da so ein bisschen filme. Und die Renneinsätze selbstverständlich auch. Die müssen auch ein bisschen, also ihr müsst jetzt auch bei den Kommentaren bitte ein bisschen Rücksicht nehmen, weil das ist für die neu. Also wenn du ganz normal im Alltag arbeitest und plötzlich hält jemand eine Kamera ins Gesicht, ist das erstmal ein bisschen schwierig. Also das müsst ihr verstehen. Daher nehmt da bitte in den Kommentaren Rücksicht. Die werden da warm mit und sind auch alle fein mit und das wird sich einspielen. Ich glaube, das wird mit einer der lustigsten Videoserien, die wir je hatten auf diesem Kanal. Und ich freue mich extrem drauf und bin sehr gespannt, was sie daraus zaubern. Also du merkst schon, die spinnen so ein bisschen mit unterschiedlichen Ideen um und je nach Person werden die sich auch in den einzelnen Bereichen finden. Und es wird so,
bestimmte Experten für bestimmte Bereiche geben. Und ich hoffe natürlich, dass wir das Team dadurch noch enger zusammenschweißen. Und ja, ich liebe es einfach, wenn die Jungs Spaß bei der Arbeit haben. Und das wird, glaube ich, so eine Geschichte. Cool. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal in der Position bin, sowas zu machen. Das ist schon eine coole Nummer. Weil wir waren in den letzten 3 Jahren wirklich nur mit Wachstum und Aufbau und so weiter beschäftigt. Und das ist für mich richtig schön, dass wir so ein Projekt starten können. Dass wir so an dem Punkt in der Firma sind. Geil. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr kickt ein paar richtig geile Namen in die Kommentare und eure Meinung zu diesem Projekt und auch Ideen. Also gebt den Jungs Input, weil die Jungs lesen alle Kommentare. Die werden unter den Videos alle Kommentare lesen, weil die selber darin vorkommen. Also immer schön rausfeuern und ich wette, vieles davon wird auch umgesetzt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf zu einem neuen Kapitel. Tschüss.